Hallo ihr Lieben, wir wollen heute weiterlesen in der ganzen Begebenheit Jesu Gefangennahme. Wir haben gestern gehört, wie Petrus gescheitert ist aus dem Herzen in Schwachheit. Und heute geht es um Judas. Und wir lesen in Matthäus 27, Vers 1. Am Morgen aber hielten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töten wollten. Und sie bahnten ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn an den Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, aber sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihm. Offenbar war das nicht, womit er gerechnet hat. Vielleicht hat er vermutet, oh, Jesus wird jetzt seine Macht demonstrieren, wie er es ja dann auch deutlich macht. Er könnte Engelscharen schicken, aber er macht es nicht. Er hat irgendwie mit einem anderen Ende gerechnet, warum auch immer. So reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und der Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du nun nur zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und er hängte sich. Gestern haben wir uns, wie gesagt, Petrus angeschaut und seinen Kampf mit dem Verrat von Jesus. Heute nun nimmt uns die Bibel mit hinein in diese Begebenheit, wie sich alle versammelt haben und sich einig waren, wir werden Jesus töten. Und der Blick richtet sich dann auf Judas, der da irgendwie überrascht scheint. Vielleicht hat das auch geahnt, aber ja, wie auch immer, er war überrascht. Sein Herz war erfüllt, sagt die Bibel, von Satan. Und nun quälte ihn natürlich die Anklage, weil Satan, er ist ein raffinierter Lügner. Erst verführt er den Menschen in Sünde und dann klagt er ihn an. Der vermeintliche Vorteil, den man denkt, die Befriedigung von Lust oder anderen Dingen, wo man sagt, ah, jetzt, ich mache einfach das, was ich will, was mein Wille will, ist mir egal, was Gott sagt. Nun, dieser vermeintliche Vorteil währt oft nicht so lang. Und wie schrecklich ist es, wenn dann der eigentliche Preis zum Vorschein kommt, zum Beispiel Lügen. Nun, der eigentliche Vorteil, den man hat, durch eine Lüge vielleicht ein gewisses Maß an Freiheit zu haben oder einen Vorteil, wie schlimm ist es, wenn es dann rauskommt und man den vollen Preis der Unwahrheit zu zahlen hat. Nein, der Satan ist einer, der Menschen hasst und er fordert dann seinen Preis. Er ist ein Ankläger, sagt die Bibel. Er klagt uns an bei Gott. Erst verführt er uns und dann sagt er, schau mal, was er getan hat. Und er klagt auch Gott an bei uns und sagt, schau mal, wie kann Gott das nur zulassen? Judas, so macht uns die Bibel deutlich, er findet das in seiner Summe als unerträglich. Er versucht das, was wir Menschen so gern wollen. Er will es irgendwie rückgängig machen. Er will seine Schuld sühnen, er will dahin gehen und irgendwie deutlich machen, um die Last seines Herzens loszuwerden. Ich gehe jetzt hin, das habe ich nicht gewollt und will mein Geld zurück, will das Geld zurückgeben. Und so geht er hin. Aber nun, wie reagieren die Feinde? Wie reagiert der Feind? Er sagt ganz trocken, was geht mich das an? Wir werden vom Feind niemals, und man muss es betonen, niemals Mitleid ernten. Der Teufel wird sich nicht darum scheren, ob es uns gut oder schlecht geht. Ganz im Gegenteil. Er ist offenbar voller Freude, wenn die Dinge, die Gott für unser Leben plant, wenn sie in dieser Weise nicht geschehen, weil wir unserem Willen folgen und uns trennen von Gott und dumme Dinge und dumme Entscheidungen treffen. Und so will Judas sein Gewissen beruhigen, aber irgendwie klappt es nicht. Er denkt, ich müsse was leisten, ich muss es jetzt irgendwie deutlich machen. Und so wirft er in seiner Verzweiflung das Geld hin und sagt, da klebt Blut dran. Aber der Feind sagt trocken, sieh zu, dass du verschwindest. Was gehen uns deine Probleme an? Nun, in seiner Verzweiflung und in seiner Wut, als er das Geld hinschmeißt und von dannen rennt, weiß er keine bessere Lösung mehr, als sich das Leben zu nehmen. Und wie tragisch ist das denn? Was uns Menschen hier deutlich wird, ist, wir können nichts wieder gut machen. Wir können nicht einfach so tun, als ob wir in eigener Leistung dann irgendwie was tun und ein besseres Tat oder ein besseres Wort in die Waagschale werfen und dann das irgendwie ausgleichen, was wir tun. Nein, hier sehen wir die Verzweiflung, die letztendlich Schuld und Sünde mit sich bringt. Judas erkennt, er ist verloren. Er erkennt, mein Leben ist sinnlos, es ist verwirrt. Ich habe Jesus verraten.
Getrieben von der Finsternis, getrieben von dieser Anklage, Sinnlosigkeit seines Lebens, setzt er diesem Leben, seinem Leben, ein Ende. Wie tragisch und dennoch offenbar. Das Ziel des Satans in der Verführung ist letztendlich die Zerstörung von Beziehungen, von Ehen, von Menschen, von Situationen, von Familien und Gemeinden und so weiter. Dass Menschen verzweifelt sind, dass sie kaputt gehen, dass sie ihre Gesundheit schaden, dass sie nicht den Wegen Gottes folgen, dass sie in Perversion abrutschen, in Bindungen, in Süchten und so weiter. Aber das Endziel ist letztendlich die Trennung von Gott. Dass man verzweifelt ist, dass man keine Hoffnung mehr in Gott hat, in seine Gnade und Barmherzigkeit. Dass man sich das Leben nimmt, dass man sein Leben fristet in vermeintlichen tollen Dingen, die das Leben wohl zu bieten hat, aber darin seine Erfüllung und seinen Frieden versucht zu finden, aber es wahrscheinlich, und das macht uns die Bibel deutlich, niemals finden wird, sondern allein in Gott. Und das will er unbedingt verhindern. Er hat dabei kein Mitleid, weil Jesus sagt, er ist ein Hasser der Menschen. Und darum ist es wichtig, dass auch wir immer wieder unser Leben korrigierend vom Heiligen Geist leiten lassen, dass wir, auch wenn wir Fehler tun und manchmal sogar mit Absicht, dass wir wissen, ich kann es nicht wieder gut machen mit guten Taten und eigener Leistung oder rückgängig machen. Nein, ich kann nur eins erkennen. Ich kann zerbrochenen Herzens sein, so wie Petrus. Er hat geweint über seiner Schuld. Er wollte es nicht und doch ist es passiert. Nein, er hat sich gedemütigt. Mit leeren Händen stand er vor Jesus. Und Jesus hatte Erbarmen und Barmherzigkeit und Gnade. Und da ist diese Hoffnung. Davon möchte uns der Satan trennen, dass wir eben nicht auf Gnade und Barmherzigkeit, Vergebung und Freiheit, auf einen Neuanfang setzen, sondern verzweifeln. Aber wie gut, wenn wir wissen, dass Jesus all unsere Schuld, diesen Preis bezahlt hat. Und so möchte ich uns ermutigen, wo auch immer wir feststecken. Wir dürfen zu Jesus kommen und er möchte den Neuanfang schicken. Wo immer wir denken, wir sind am Ende und es ist alles zerbrochen und es ist nichts mehr wiederherzustellen, da möchte ich das Wort Gottes hineinlegen und sagen, doch, bei ihm, bei dem nichts unmöglich ist, dürfen wir immer wieder ansetzen und sagen, Gott, sei mir gnädig, hilf mir, mach mich frei, bring die Dinge in Ordnung. Ich kann es nicht, aber du, mögest du mir helfen und Kraft geben und Weisheit und Wahrheit, deine Liebe und dein Frieden und deine Vergebung, all das wunderbare Dinge, die Gott für uns bereithält. So lasst uns zu ihm gehen. Und damit möchte ich euch ermutigen für diesen Tag und wir werden morgen schauen, wie es weitergeht. Gott segne euch.